Hallo, ich bin Stefanie, Seidenmalerin. Ich male als Stefania Silk Arts. Und dies ist ein Video, in dem ich mich einmal gerne bedanken möchte für all die lieben, lieben Wünsche und Genesungswünsche und auch die Unterstützung, die ich erfahren habe. Was ihr hier seht, ist ein eingebauter Herzschrittmacher und Defibrillator, den ich gestern bekommen habe. Also heute ist Tag 1 sozusagen meines neuen Lebens. Dieselbe Chance hatte ich schon mal 99, 2000, als ich Brustkrebs hatte und damals mit der klassischen Therapie, also linke Mastektomie, die linke Brust wurde entfernt, Lymphknoten wurden entfernt, sogar ein Muskel wurde noch mit weggenommen. Dann hatte ich Radiotherapie und danach nochmal Chemo und dann relativ viele, wie soll ich sagen, alternative Therapien, unter anderem auch Reiki und bestimmte Sachen, die mir dann geholfen haben, wieder auf die Beine zu kommen, zu mir selbst zu finden. Ja, und heute, mehr als 20 Jahre später, habe ich feststellen müssen, dass mein Herz sehr stark betroffen wurde von langfristigen Schädigungen. Es ist jetzt nicht klar, war es die Radiotherapie oder die Chemo oder die Kombination. Meine tiefste Vermutung ist, es war die Radiotherapie, weil das linke Herz eben bestrahlt wurde und ich habe jetzt eine Linksherzinsuffizienz, die sehr deutlich ausgeprägt ist. Das fing an in Costa Rica vor 6, 7 Jahren. Ich habe auf einer Kaffeefarm unter anderem gewohnt und bin den Berg nicht mehr hochgekommen und habe gedacht, mir platzt der Kopf, entweder kriege ich jetzt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Und da war mir klar, oh je, jetzt geht's los. Und ich bin aber noch, ich habe gedacht, du musst eben ein bisschen abnehmen, wieder fitter werden, sei gut zu dir selbst. Und ich bin nicht gleich zum Kardiologen gegangen, auch nicht nach meiner Rückkehr. Ich habe das noch nicht akzeptieren können. Sagen wir es mal so. 3 Jahre später hatte ich dann Verdacht auf Herzinfarkt, bin damit in die Klinik in Wien eingewiesen worden. Und dann kam heraus, dass ich eben eine Herzschwäche habe. Und dann fing man an, die klassische Therapie. Ich habe aber relativ schnell meine Medikamente abgesetzt, weil ich sehr niedrigen Blutdruck immer habe und mit dem Beta-Blocker total durch den Wind war, auch viel zugenommen habe. Und da habe ich gedacht, nee, Beta-Blocker bringt es nicht. Später hat das auch mein Hausarzt bestätigt und ja, inzwischen, ich bin längst in kardiologischer Behandlung, aber die wollen natürlich immer gerne die klassische pharmainduzierte Therapie durchziehen und ich bin nicht die ideale Patientin dafür. Ich habe sehr viele Allergien entwickelt und letztendlich zum Schluss habe ich alles abgelehnt. Gut. Inzwischen ist es aber so, meine Herzschwäche war so weit ausgeprägt, dass meine Pumpfähigkeit nur noch 20% war. Und das ist zu wenig, um zu leben. Also das heißt, mir war schwindelig, Schwächegefühl, Konzentrationsstörungen und ich konnte halt wirklich spüren, mit meinem Herz geht's bergab. Und es fing schon manchmal an, Herzrhythmusstörungen. Ja, und da, jetzt kommt's, möchte ich gerne mal ein Testimonial aussprechen für den Remo Rietinger und seine wunderbaren Herzmeditationen. Seine Herzmeditationen sind ein Segen. Nicht nur für Herzpatientinnen, auch Patienten sicherlich, die von Depressionen geplagt sind oder die Unruhe in sich haben, Stress geplagt sind, andere Krankheiten vielleicht zu bekämpfen haben. Aber die Herzmeditation hilft euch, zu euch selbst wiederzuführen und in die Ruhe zu kommen. Gut, ich hatte jetzt vor, also gestern, meine große OP.
Es wurde also, wie gesagt, Herzschrittmacher eingesetzt und Defibrillator, mit dem ich lange gehadert habe. Ich hatte Angst vor dem Gerät und habe dann etwa 2 Wochen oder eine Woche vorher die Idee gehabt, wie wäre es, wenn ich diese Operation, da sie ohne Narkose verläuft, in Meditation verbringe und mir Hilfe hole, eine geführte Meditation durchführe. Und da fiel mir niemand Besseres ein als Remo Rettinger. Natürlich, ich liebe Joe Dispenza, ich liebe Dawson Church. Die haben auch für sich selbst wunderbare Meditationen. Aber im deutschsprachigen Raum ist Remo sicherlich eine Koryphäe. Und ich war so froh, dass ich ihn erreichen konnte. Und er hat mich wunderbar unterstützt. Zum einen kenne ich seine Herzmeditation, die ich schon seit vielleicht einem halben Jahr oder vielleicht auch länger regelmäßig mache. Ich bin sehr dankbar für all die guten YouTube-Videos, denn sie haben mir immer geholfen. Sobald ich gespürt habe, mein Herz fängt an und geht in diesen schnellen, unkontrollierten Herzschlag, bin ich sofort zu Hause, habe ich mich zurückgenommen. Egal, auch wenn ich im Kundendienst war, im Telefon, ich habe mich dann ausgeloggt und bin tief durchgeatmet und habe die Remo-Übungen gemacht. Mein liebes Herz habe mich mit meinem lieben, tapferen Herz verbunden. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal reagiert mein Herz auf diese Meditation. Und mit dieser Meditation bin ich auch in die Operation gegangen. Also wir haben versucht, das zu arrangieren, dass wir das filmen, dass ich live gehe während der OP. Und da habe ich gedacht, dann habe ich ein bisschen Unterstützung mit Remo im Hintergrund, falls ich in die Panik komme. Das war nicht möglich aus Datenschutzgründen, es war nicht möglich aus Hygiene, alles ein bisschen vorgelagert, aber von mir aus. Also, es war klar, mein Plan wird nicht funktionieren. Live durfte ich nicht gehen in der OP. Und dann habe ich vorher noch mal mit Remo gesprochen. Und seine Worte waren: Stefanie, Dr. Joe's, wir lieben Dr. Joe, er auch, sagt er, aber jetzt das Hochziehen der Chakren, der Energien, oh, ich darf den Arm nicht nach oben ziehen, Moment, das Hochziehen der Chakren, der Energien in die Herzkrone hin, in die Kopfkrone hinein, ist für eine solche Operation komplett falsch. Da muss Ruhe hinein, da muss Erdung hinein, Vertrauen, Sicherheit. Und er sagte zu mir: Gehe in die Sicherheit, verbinde dich mit deinem Herzen und konzentriere dich auf die Ausatmung. Und mit jedem Ausatmen baust du deinen Kraftraum auf. Unheimlich schöne Worte. Denke an deinen Kraftraum, konzentriere dich darauf und mit jedem Atemzug nimmst du die Ärzte mit rein. Nimm das Team mit. Du bestimmst den Takt, also ich. Du bestimmst den Rhythmus und du nimmst sie in dein Kraftfeld hinein. Und ich habe mir vorgestellt, vor der OP, ich habe mehrmals vor der OP meditiert, aber auch dann zu Beginn noch stark während der OP. Also ich erzähle euch ein bisschen den Ablauf. Ich habe dann die Herzmeditation von Remo gemacht, auch die längeren, und habe mich da ganz auf die Ruhe eingelassen, auf die Sicherheit. So, und jetzt kam also der Moment, wo ich dann in den OP-Saal reingerollt worden bin. Sie setzen dir die Haube auf, du legst alles ab, du liegst ja dann nackt auf dieser Bahre und wirst dann nach und nach abgedeckt und desinfiziert und so. Und das Team war unheimlich liebevoll. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ein sehr liebevolles, freundliches Team. Einfühlsam, der Operateur kam dann, nahm seine Maske ab, sagte, dass sie mich wenigstens vorher noch mal sehen und hat kurz meine Hand gehalten, hat sich mit mir verbunden sozusagen und hat mir
nochmal erklärt. Und dann haben wir nochmal darüber gesprochen, weil ich eigentlich gegen den Defi war. Letztendlich hat er mich dann überzeugt und ich konnte dann aus dem Herzen sagen, ja, okay, ich bin einverstanden, musste das nochmal unterschreiben. Und jetzt ist es eben so, er hat dann diesen Defibrillator, ja, hier, der ja größer ist als ein normaler Herzschrittmacher. Er hat das dann nach und nach eingebaut. Das heißt, sie haben dann begonnen, dass ich erst einmal ein bisschen Schmerzmittel bekommen habe, lokal. Ich wurde nicht mit Narkose betäubt. Ich war wach die ganze Zeit. Und dann habe ich eben das Augen zu und bin dann in die Meditation gegangen mit dem ruhigen, regelmäßigen Atmen, genauso auf die Ausatmung immer konzentriert. Und darauf, wenn der Atem ausging, habe ich mir vorgestellt, es wird eine rosa Wolke in diesem Raum. Und das ist mein Kraftfeld. Und ich habe jeden Einzelnen umhüllt, auch mit meiner Liebe umhüllt. Und der Kontakt war also deutlich da zwischen dem Team und mir. Sie haben auch mit mir gesprochen, natürlich. Ich konnte auch teilweise antworten. Ja, und dann wurde dieser Defi halt mehr oder weniger, der muss richtig in die Schulter reingedrückt werden. Das ist schon ein bisschen schmerzhaft, aber ich konnte durch das Ausatmen auch den Schmerz relativieren, wegatmen und die waren sehr, sehr liebevoll, sehr vorsichtig, einfühlsam. Die waren also überhaupt nicht grob, sondern ich war in den ganzen Prozess mit eingezogen, trotzdem bin ich irgendwann abgedriftet. Und das war schön. Ich war so tief in der Meditation, ich war plötzlich wieder in Costa Rica, wo ich vor 6, 7 Jahren war, was für mich ein Kraftfeld war. Ich war dort sehr befreit und hatte eine glückliche Zeit in Costa Rica. Also ich war dort am Strand, in denen plötzlich sah ich die Bäume wieder, die Vögel, die Gerüche, das war alles da. Ich habe die Brüllaffen gehört, ich war unter den Mandelbäumen mit den Papageien, es war wunderschön. Und dann bin ich aber wieder zurückgekommen, weil plötzlich wieder jemand mit mir sprach. Ich musste auf irgendetwas antworten. Aber alles in allem war die Operation sehr entspannt und ich konnte auch die Kraft von Remo spüren. Ich konnte die Verbundenheit spüren. Ich habe mich mit ihm verbunden gefühlt. Danke dir. Das hat mich wirklich sehr berührt. Naja, und ich fühle mich jetzt schon deutlich besser. Ich hatte einen wahnsinnig niedrigen Puls. Und war wirklich schwach. Also nach der OP, ich war zonked out, konnte eigentlich fast nur schlafen, bin immer wieder mal geweckt worden für Untersuchungen und so, aber im Großen und Ganzen, ich habe viel Ruhe gebraucht, sehr wenig Kraft gehabt. Das ist heute schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, jetzt freue ich mich. Auf mein neues Leben, weil diese Herzschrittmacher mich deutlich unterstützen wird, mir Kraft zurückgeben wird. Also die haben mir auch deutlich erklärt, ich profitiere davon, mein Herz profitiert davon, es wird sich endlich auch einmal erholen können. Ich habe auf dem Ultraschall gesehen, wurde mir mal ganz genau gezeigt, welche Areale zerstört sind, geschädigt sind und dass mein Herz deutlich pumpen will, aber nicht kann. Und ich habe den Wunsch, mein Herz zu heilen. Mit Hilfe von Meditation. Mit Hilfe von Ethno Health, das muss ich auch mal sagen, da sind so wunderbare Produkte dabei, die Kraft geben, die mir weiterhelfen werden.
Und so steige ich jetzt auch ein als Ethno Health Affiliate und freue mich sehr auf diese Zeit, auf die Zusammenarbeit. Ja, und wie gesagt, ich bin furchtbar dankbar, unendlich dankbar für die Hilfe von Remo. Ich spüre, dass er dabei war und es hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so etwas vor euch habt, egal ob das jetzt eine Herzoperation ist oder eine andere Operation, durch die Herzatmung kommt ihr in die Kraft, ihr kommt in die Ruhe, in das Vertrauen, in die Zuversicht. Ich hatte keine Angst vor oder während der Operation. Und das habe ich nur mit der Herzmeditation geschafft. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Leider kann ich das hier nicht mit einem Team, mit einer Krankenschwester, mit wem auch immer, hier machen als Testimonial. Hätte ich mir gewünscht, aber das sind 100% Kardiologen, 100% Schulmediziner. Die haben auch keine Zeit. Die Station, ich sehe das, die sind so eingebunden, die sind so busy, die haben kaum Zeit für die Patienten. Die sind überfordert mit der ganzen Technik schon. Ja, die müssen alles erfüllen, Berichte schreiben, beobachten. Das schaffen die nicht. Also mache ich es jetzt alleine, dieses Testimonial für Remo Rietinger, für Ethno Health, aber vor allen Dingen für eure Meditation. Und lasst euch darauf ein, sie ist das Beste, was euch passieren kann. Sie wird euch begleiten, sie wird euch bereichern. Und ja, ich bin sicher, mithilfe der Herzmedi, mithilfe von Ethno Health und natürlich auch mit anderer Arbeit, die negativen Glaubenssätze überwinden. Es gibt viele Dinge, EFT, ja, Klopfen. Das EFT ist auch ein ganz, ganz tolles Tool von Dawson Church, um Selbstzweifel zu überwinden, um eure Baustellen zu reinigen. Es wird euch helfen. Aber jetzt erstmal ein kleines Dankeschön für die Liebe, für die Unterstützung von Remo, für die Zeit, die er mir gegeben hat. Und ich weiß, er war in der Zeit dabei, bei mir, ganz klar. Und ich konnte seine Energie spüren und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich diese Connection habe. Und ich freue mich riesig auf die zukünftige Zusammenarbeit auch mit Ethno Health. Also ganz liebe Grüße und bis bald. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen Mut gemacht. Danke.